Wobei ich zweimal gesagt habe, hey, müsste man eigentlich doch aufnehmen. Bei mir ist nicht viel passiert, aber Asrak hat da Action. Erzähl doch mal. Ja, ich war ja in der Nacht noch in der Stadt gewesen, habe ein bisschen gelootet, habe einen Panzer gefunden, einen Militärangehörigen, habe den Panzer zerlegt, eine Gouge gefunden und nebendran war ja eigentlich dann. Ah, interessant. Was zum. Ach so! Ach! Da ist Stacheldraht. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Da ist Okay. Stacheldraht. Da bin ich auch noch nicht ganz mit fertig. Ah, Ich weiß nicht, ja, ob okay. dieser Holzzaun war jetzt nicht teuer außen. Ich glaube nicht, dass der Holzzaun draußen irgendwas bringt, aber Nein. häufig sind Zombies ja verwirrt, wenn sie an Zäunen stehen, ne, und schlagen dann einfach über den Zaun. Du erinnerst dich dran, ne? Ja, ich erinnere mich dran, okay. Genau, so, und da war auch die Kirche mit den Banditen. Da habe ich mir gedacht, ach komm, kannst in der Nacht ja vielleicht den einen oder anderen Banditen raushauen. Das Haus, wo, von dem ich angreifen wollte, da ist leider ein Leuchtspucker gespawnt. Und da musste ich meine Position wechseln. Bin aufs Minibike, bin losgefahren und bin aus dem Sattel geschossen worden von einem Bandit. Ja, Ja, und that's da the wollen story, that's true. Und ich bin leicht angepisst. Und Haben wir einen Leuchtspucker an der Basis? Nee, nee, das warst du, ne, der den Baum angeleuchtet hat, ne? Okay, alles klar. und wir wollen Ja. natürlich unseren Kram wieder haben, vor allen Dingen, weil wir eine Gouge gefunden haben. Ja. Und ja, den Loot wollen wir haben und diese Kirche werden wir jetzt Banditen leer machen. Auf jeden Fall, dann gehen wir jetzt gleich mal rüber Ja, eben. das geht mir nämlich auf den Sack. Und werden da was in diesem Unternehmen, ne? Ja, so, ich bringe doch gerade die Früchte nach Hause. Wieso sind hier keine Rampen? Hinten waren noch nie Rampen irgendwie. Ja, das werden wir ändern. Naja. Wenn ich da eine Hand packe, dann werden die wahrscheinlich unruhig und schlagen das möchte ich nicht, dass sie dagegen schlagen. Ich möchte aber noch mehr mit Stacheldraht Hatte ich mal erzählt, dass ich Rampen arbeiten. mag? So. Okay, was sag ich? Breche erstmal die Zelte ab und dann holen wir erstmal deine Sachen wieder. Ich wollte die Grube testen, weil ich mir nicht sicher bin, ob die Zombies da nicht womöglich einfach drüber jumpen an der Stelle. Das wäre blöd. Deshalb, das wollte ich in der Tat getestet haben. So, das brauchen wir noch. Oh, ich schlepp ständig Regenwürmer mit an, du. Die Erde schmeiße ich jetzt aber mal weg, die 1800. So viel brauchen wir nicht. So, ich mache mich mal kurz leer und dann bin ich auch sonst abreisebereit. Okay. So, der kommt da hin. Eine Ranch brauche ich gerade nicht. Obwohl, ach doch, ich behalte das mal alles an Mann hier. Nimm eine Schusswaffe mit. Stimmt, eine Schusswaffe sollte ich mitnehmen. Habe ich auch keine. Moment, wo sind denn unsere ganzen guten Knacken? Sind oben gewesen, ne? Dann habe ich eine hier unten gelassen. Ich gucke gerade mal eben. AK-47. Wir müssen da Munition und sowas herstellen im größeren Stil, ne? Salat ist schon fertig. Geil. Der Salat ist unheimlich schnell fertig. Der braucht nicht lang. Die HK war, glaube ich, ganz gut. Die braucht 762 mm, ja. 762, ja. Munition 762. Haben wir ja gar nicht mehr so viel. Wir haben unheimlich viel Munition für die Pistole, ne? So. Das ist schon fast ein bisschen zu Und das viel. Wasser ist aufgebraucht. Das ging schon richtig drauf. Den Chlorhalm, das brauchen wir nicht. Das kommt da mal eben kurz rein. Das kommt da rein. Den brauche ich auch mal eben nicht. Sekunde, ich wollte ganz kurz eben was essen und dann haben wir dann hier noch was Schönes im
Hey, haben. Ach doch, da. Weil Essen sieht nicht so gut aus bei mir. Das ist der gebaute Hordenbunker. Ja, da wollen wir zumindest die Horde verbringen und mal gucken, ob wir die ein bisschen weiter auseinander ziehen können, die einzelnen Wellen, die da kommen. So, Aslak, ich bin fertig. Sekunde. Ja, das sollte so gehen. Mal gucken, ob das Minibike noch Benzin hat. Welches ich dann nehme. 41% und das hier hat 81%. Ich hole mal ein bisschen Benzin. Wir haben Benzin. Guck mal in die Minibike-Kiste. Ja, ja. Aber dann muss man auch rausholen und das Minibike dann nachfüllen. Deshalb. Ach so. Okay. Also ich wäre soweit. Jo, ich auch. Ich komm mal runter. Das eine Minibike ist, hat 86 Sprit und das hintere hier, was ich hier gerade auffülle, das... 40. Das jetzt hat 67, hat es jetzt. So, passt. Mhm. Das reicht ja. Okay. Das... Ah ja, das hat kein Schloss. Ah ja, okay. Wir haben beide kein Schloss, glaube ich, oder? Ja, das... Okay. So. Folge mir. Mal kurz... Ja, eine Sekunde, ich hab ja, ich weiß ja, wo die sind. Sekunde, ich mach mir mal eben kurz einen Quick Waypoint dahin. Alles klar, passt. So. Aktion. Tötet die Banditen. Ja. Aber danach müssen wir echt noch mal ein bisschen Zeit in das Haus hier stecken, weil ein Spider-Schutz muss noch ran. Eigentlich ist ein Spider-Schutz aus Holz ist eigentlich nicht sonderlich sinnvoll, weil wir nicht lange draufstehen können, ne? Ach verdammt, das Gedicht, das wollte ich doch in der Nacht. Ah, hol ich nach, nächste Nacht. Hm. Ist noch ein Reh? Wollen wir es mitnehmen? Ach, ist egal. Oh! Was denn? Entschuldigung, ich bin gegen Zombie gefahren von hinten, der hat es aber auch nicht gemerkt. Ach so. Wir werden das gar nicht feststellen, wie gut der Loot der Banditen ist. Eigentlich eher nicht. Ich glaube, die verschwinden sogar einfach so. Wenn, dann werden die NPCs, die da drin gefangen halten, die sind ja interessanter eigentlich, ne? Richtig, wir wollen... Falls sie die jetzt nicht schon niederrennen. Das ist die Mission, befreie Matt Mole. Weil es könnte gut sein, wenn sie nicht erschossen haben, dass Matt Mole in der Kirche ist. Da bestehen Chancen drauf. Ja, und wenn sie ihn erschossen haben, dann wird sich die Alpha 17 geringfügig verzögern. Meine Fresse, ich bin boah, einer Spinne direkt über den Hintern gefahren. Okay, warum machst du das? Es war gerade keine Kuh da. Ich weiß nicht. Wo bist du denn? Ich habe dich aus den Augen verloren. Ich bin hinter dir. Kann ja jeder behaupten. Spinne versus Welle 100, ich bin auch weggekommen. Die haben auch einen fetten Arsch gehabt, die Spinne. Ich glaube, ich falle gerade einmal richtig fett im Kreis. Von links und rechts kreischt alles. Ja. Die Map hat mal wieder Probleme mit Nachladen. Bei mir gleich auch. Sind wir in der Stadt. Die Stadt sehe ich auf jeden Fall schon. Deswegen kann ich keinen Vollgas fahren. Doch, ich fahre Vollgas. Ja, ich würde gern. Ja, kannst du ja. Dann bleibst du halt ab und zu mal hängen, so wie ich auch zum Beispiel. Oh, ich habe eine Höhle gefunden, wo es Nitrat gibt. Mhm. Oh, das ist gut. Ja, ich bin rein zufällig reingefahren, aber... Willst du Nitrat eben mitnehmen? Dann hole ich mir eben raus die Kugel. Nein. Wir killen jetzt die Banditen, dann hole ich meinen Rucksack, dann verteilen wir den Loot und dann geht's weiter. Okay, ich sehe die Kirche. Mhm, ich bin auch gleich da. Ich warte hier erstmal an der Ecke. Warum sehe ich dich überhaupt nicht auf der Mine? Ach, da, von da kommst du, okay. Diese alten Bäume hier, wenn man die umhaut, Sekunde, steig kurz aus, mach mal einen kleinen Test, weil angeblich soll es eine Bienenkönigin geben, wenn man die umhaut. Es gibt nur Holz und Kohle.
Bei kleinen Bäumen? Okay. Nein, hier bei diesen alten Bäumen. Okay. Maple Seed. Meinst du denn, da steht ein Bandit schon draußen? Ja, der war draußen. Ja, der war draußen. So, ich komme jetzt auch gleich. Ah, ich bin noch auf der anderen Straße. Ich könnte mal zu dir kommen eben. Also ich bin noch, guck mal auf die Map, dann siehst du es, wenn du abspielst. Moment, ich muss warten, bis er die Kirche aufbaut. Er hat sie noch nicht aufgebaut. Dann fahr mal langsamer, die ploppt dann gleich vor dir auf. Die ist nicht mehr weit weg. Ich höre die Schießerei. Ich nicht. Okay, dann hat er auf mich geschossen. Er ballert gerade wild. Oh, soll ich mal von der anderen Seite kommen und dann das für ihn irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Wie geht man jetzt am besten vor? Also ich bin... Ich sehe meinen Rucksack, meine hier. Ich bin südlich von dir. Moment, ich muss mich erstmal hier... Ich muss erstmal für Verwirrung sorgen. Also wenn du auf der Karte guckst, Oh Mann, es leckt wie die Hölle. Das gibt's doch nicht. Echt? Ja. Krass. Übelst. Brauchst du Hilfe? Nee. Ich halte mich momentan noch ein bisschen von der Kirche. Ja, ach, der Leuchtspucker, er hat mich gefunden. Na, Glückwunsch. Komm zu dir. Oder fährst du weg mit dem Minibike? Nein. Oh. Ich hab einen Arson angelockt. Ich, Nee, dann fahr weg. Ja, ich bring das mal einen weg. Ach, geil, das ist ja... Geht mir gerade alles so ein bisschen auf die Nüsse hier. Wo ist denn das Nashorn jetzt? Einen nach dem anderen. Scheiße, das ist ja ein Zoo hier. Ich muss mal. Ja, jetzt bringe ich die Musik dazu. Okay, der Dicke ist weg. So. Jetzt aber. Ah, ich sehe also den Bandit. Ja, warte. Ich komme zu dir. Wo? Ich versuche zu dir zu kommen. Hier sind überall Hyänen. Also ich bringe definitiv Sachen mit. Das geht nicht anders. Das leckt. Das ist das Problem. Wo ist er hin? Habe ich ihn erwischt? Hyäne hinter mir. Pass auf, Asrak, ich bringe eine mit. Warum denn? Ja, weil das nicht anders geht. Weil hier überall Hyänen sind. Mach du mal. Die haben jetzt kein viertes Minibike. Ich bin tot, ne? Hast du gesehen, ne? Ja. Da fällt mir auch nichts zu ein. Für eine Scheiße, ey. Okay, Hyäne ist down. Ich auch. Ja, ich hab's gesehen. Okay, das ist der Augenblick, wo der Multistream sich lohnt. Guck mal, was Achat macht. Ich muss jetzt leider hier warten, weil ich kann ja jetzt gerade nicht rüber. Na, toll. Super, meine Schaufel und alles auch drüben. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Oh, jetzt steht da auch ein Nashorn rum, ey. Ja, das... Ja. Das Nashorn steht da auch rum. Willkommen in meiner Welt. Meine Güte, ey. Echt, das ist aber teuer. 50. Fuck. Wie komme ich da hin? Ich muss einen Positionswechsel machen. Also Gonzo, vielen lieben Dank für den Follow. Schönen guten Abend. Jetzt steht das Nashorn genau bei meinem Rucksack, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, mein Rucksack liegt ja auch noch.
Muss gucken. Vielleicht kannst du ein Minibike einpacken irgendwo so. Das ich stelle mich mal dem Nashorn mit einer Keule. Okay, komm her, Digga. Vielleicht kannst du ein Minibike. Nee, leg dich nicht mit dem Nashorn an. Au, oh, hat mir den Knochen gebrochen. Wer hätte das erwarten können? Das ist ein Nashorn. Natürlich bricht die erst die Knochen. Es ist tot. Ich kümmere mich nachts um meinen seelischen Verstand hier. Irgendwie. So. So. Das. Verdammt. Natürlich keine Schiene dabei und nix. Nee, in meinem Rucksack war leider auch nichts. Also könntest gucken. Ach, jetzt gibt's auch noch dieses Kackwetter. Ich habe keine Sicht mehr. Scheiße. Echt nicht? Nee. Das ist ein. Wir können uns. Könntest kurz. Wenn du das Spiel einmal neu startest, dann gehe ich auch eben kurz raus. Also, das soll ein Bug sein, bekannt. Ja, ich weiß. Du triffst nur den Host. Ja. Achso, okay, du weißt das. Dann musst du kurz raus. Weil ich brauche die Sicht zum Schießen. Ja. Ich bin raus. Okay. Dann gleich wieder da. Dann machen wir das mal eben. Ich lasse die Aufnahme aber eben laufen. Ja, ja, also einfach zack, 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 fertig, weiter geht's. Zack, zack. Asrak. Oder du könntest eingeben in der Konsole irgendwie Set Clouds und dann Null irgendwie. Also man kann, es gibt ja Befehle für die Wolken, aber die habe ich gerade nicht parat. Hm. Okay. Oh Mann. Wir können die Scrapblock Spikes an die Wand vom Hordenhaus setzen. Hm. Du meinst, dass sie so von der Wand so spitz weggucken, ja? Hm. Könnte man machen. Hm. Spiel beitreten. Okay, da sind wir wieder. Ich noch nicht. Jetzt bin ich da. Immer noch Kackwetter. Hm. Scheiße. Ich sehe das Ding nicht mal. Und dann pack dein Minibike ein oder vielleicht noch ein zweites, was da oben steht und komm erstmal wieder her oder so, ich weiß nicht. Dann kannst du nichts anderes machen. So, ich habe jetzt erstmal deinen Rucksack aufgenommen und nehme dein Bike auseinander. Und bring das alles mit. Ja, das ist nett. Das war ja total erfolgreicher, erfolgloser Ausflug von meiner Seite aus. Ey. Wenn das Wetter jetzt nicht so scheiße wäre, könnte ich jetzt auch angreifen. So, ich komme erstmal zurück und bring dir deinen Kram. Ach ja, die Gorge ist ja in dem Rucksack. An deinem Originalrucksack bist du noch nicht rangekommen, ne? Nein, ich komme weder an mein Minibike noch an den Rucksack, weil die auf der Straße vor der Kirche sind. So, ich hab tiefsten Nebel, ey. Ich sehe. Das ist insofern blöd, als dass der wird ja irgendwann despawnen. Ja, eben. Das ist das Problem, was ich habe. Ich werde gleich so oder so in die Kirche rein müssen. Ich bring dir jetzt erstmal deine Ausrüstung und dein Minibike wieder. Ja. Das ist das Erste. Mhm. Dann ist dein Kram schon mal safe. Ich kann dann auch sofort wieder mit dir mitkommen. Irgendwie so. Das genau, das ist die zweite Überlegung dann. Ja, ja, klar. Also wir müssen da auf alle Fälle auf jeden Fall hin. Irgendwie müssen wir an deinen Krams kommen. Ja, und ich muss dann noch schnell ein bisschen Heilung einwerfen. Und ich muss mich splinten. Mein Bein ist ja gebrochen durch das Nashorn. Mhm. Ja, einen Splint sollten wir aber im Haus haben. Ja, das haben wir bestimmt. Ich sehe so gut wie nix. Also man kann das Wetter modifizieren per Befehl. Das geht. Und die Wolken wegmachen. Also ich will eigentlich die Browning nicht abbauen. Die will ich da lassen, wo sie sind. Die erscheinen mir da ganz sinnvoll.
Spawns, Guards, Show Clouds. Okay. Show Clouds. Ja gut, da ich hier keine Rechte auf diesem, auf deinem Rechner irgendwie habe, kann ich auch leider die Befehle nicht ausprobieren, auch nicht mit Hilfe. Es gibt Show Clouds. Da kannst du, ja, ich kann leider die Hilfe nicht bedienen dafür. Hm. Eigentlich würde ich Help und dann Show Clouds eingeben. So, kommst du zurück zu unserer Base, dann bringe ich dir... Ja. Wie gesagt, du kannst die Wolken abstellen, ne? Weil wenn wir jetzt hinfahren, hast du immer noch Scheißwetter, ne? Ja, ich weiß, das ist mein Problem gerade. Sag mal, dann musst du dir mal eben die Chatbefehle angucken. So, ich höre dich. Wenn du mir den passenden raussuchen könntest, wäre ich da... Ich weiß nicht, welcher der passende ist. Dafür müsste ich hier Adminrechte haben, sonst kann ich die Hilfe nicht gescheit abrufen. Irgendwie, glaube ich. Kacke, okay. Also du musst einfach Hilfe eingeben und dann musst du mal nach Weather oder Show Clouds gucken. Irgendwie und dann vielleicht mal selber für dich mal ein paar probieren. Ich kann hier ja nicht einen Befehl ausführen. Okay. Ich bin hier auch nur Gast irgendwie. Ich komme auch nicht in den Debug-Modus, nichts rein. Von daher kann ich nichts ausprobieren. Das ist ja das Blöde dabei. So, ich komme mal vorne raus eben. So, hier in deinem Bike ist deine Ausrüstung drin. So, ich splinde mich mal. Dann musst du mein, dann bist du meine Augen. Du musst mir sagen, wo ein Bandit ist. Dann machen wir das so ein bisschen blindenhundmäßig. Ja, kannst du mir nochmal die Hälfte von der Munition? Du hast wahrscheinlich die 7,62mm Munition, die ist jetzt bei dir wahrscheinlich komplett. Ah, oder so, ich nehme den Rest raus, aber dann sind wir hier. Ich kann mir den Rest auch rausnehmen, ja, aber okay. dann sind wir hier blank, ne? Ja, okay. Dann haben wir nur noch drei Schuss haben wir noch. Aber das passt. So, was kommt da rein? Die bleiben im Gürtel. Warum ich auch jetzt mal wieder 50 Regen, wenn man da mehr hat? Dann lasse ich jetzt RIP und alles auch hier. Schaufel, Ranch, das lasse ich alles hier. Damit wir nicht, wenn ich wieder sterben sollte, dass wir nicht alles verlieren. Wo das wir heilen. Der bleibt auch hier. Essen und Federn Trinken voll hier. Auffüllen. Nö, ach, Hunger habe ich, aber... Ne, wegen Heilung auch. Ich bin ja fast voll mit 78, 95. Das ist nicht so das Problem, Heilung ganz gerade. Okay. Ich mach noch... Aber da esse ich doch noch mal eben kurz was. Science Workstation. Ich mache gerade noch 6 Verbände. Mhm. Einen habe ich mir genommen. Weather Fog 0, Weather Rain 0 und Weather Clouds 0. Ohne Gewehr. Kannst mal versuchen. Asad. Moment. Ich werfe jetzt erstmal. Wie viele Erste-Hilfe-Verbände hast du? Selbstheilende 1, normale 3. Selbstheilende sind 5 in der Kiste. Okay. So, ich gehe mal raus und dann schauen wir uns. Wenn du mal ins TS guckst. Ja, ich will nur einstellen auf die Sicht. Ja. Ist nicht unbedingt keine Garantie, aber wäre jetzt eine Vermutung von Webscorpion. Okay. So. Ich muss dazu Debug-Menü ein, ja, ne? Glaube ich. Würde ich annehmen. Weiß ich nicht genau. So, dann probieren wir mal. Du müsstest dir eine Bestätigung bekommen. Mm.
Und? Hat sich dann, kriegst du eine Bestätigung im Chat oder sowas, wenn du da was eingibst? Ich probiere mal den Rain aus. Du müsste eigentlich eine Meldung kommen irgendwie bei dir darunter. Rainfall Set 0, Weather Rain 0, ja, Weather Fog 0. Und was habe ich bekommen? Begin Processing, okay. Naja. Ich glaube nicht viel, dass es viel geholfen hat. Ich sehe immer noch so wenig wie vorher. Du hast jetzt hier auch Nebel, ja? Ja, sicher. Ich habe hier Nebel. Help. Gib doch mal Help ein und lies dir die Befehle mal selber durch. Das ist jetzt im Stream, glaube ich, nur ein bisschen kontraproduktiv. Ja. Im Stream nicht, aber in der Aufnahme ist das halt für den Arsch, ne? Die würden wir dann so stoppen, ne? Sag ich mal. Ja, wir sind nee. 25 lass uns einfach hinfahren und die Sache im Nebel. Warte mal. Eine Sache machen wir noch. Also ich mach das ja auch. Ich suche schon die ganze Zeit dafür, dich nach Befehlen. Ja. Also ist dann halt im Stream, aber in der Aufnahme ist halt kacke, ne? Wenn dann drei Viertel der Zeit der Fälle bei drauf geht, dann müssen wir die halt mal eben stoppen, sag ich mal so, ne? Mollys haben wofür schreibt hier? Auch, der Debug-Mode muss an sein dafür. Ja, den hatte ich ja an. Okay. Also ich fahre jetzt schon rüber, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ich will das nicht verschwenden. Ich fahre schon mal in die Richtung, Asrak. Alles klar, ich komme. Egal jetzt. Ich weiß nicht, was du jetzt mit Molotow-Cocktails, aber auf die Entfernung wirst du da auch nichts mit, dann geh mir mal so. Nee. Wenn sie dich auf 500 Meter wegsnipern, dann bringt dir auch Molotow-Cocktails. Ich fahre jetzt rüber, jetzt gehen wir zum Angriff über, fertig. Okay, echt. Reichweite 0. Egal, Bell ist ja da, der kann mir sagen, ob er einen Bandit sieht. Bell ist jetzt meine Augen. Ja. Das ist, ja, das ist nicht mal blindes Vertrauen oder so, ne? Ja, muss so sein. Muss so sein. Das muss. Gib mir Mühe. Ich glaube, es wäre aber sowieso mit einem Cliffhanger zu rechnen, weil wir bei 27 Minuten sind. Sehe ich das richtig, Asrak? Würdest du das auch so sehen? Dass das würde ich exakt so sehen. Okay. So, dann sehen wir uns bei den Banditen wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss.